herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Gyros-Rezept und zwar zeige ich euch, wie ihr Gyros in Metaxa-Soße ganz einfach zu Hause selber machen könnt. Dafür habe ich hier 1 Kilogramm Schweinenacken, das Fleisch zunächst in etwa 1 cm dicke Scheiben und anschließend in Streifen schneiden. Die Streifen solltet ihr ruhig etwas dicker schneiden, dann gart das Fleisch nicht zu schnell und bleibt nach dem Überbacken schön saftig. Als nächstes noch eine Zwiebel abziehen und in feine Streifen schneiden. Und danach können wir das Fleisch marinieren. Dafür 3 Teelöffel Oregano, 2 Teelöffel Thymian, je 1 Teelöffel Rosmarin, gemahlenen Koriander, Paprikapulver und Knoblauchpulver, einen halben Teelöffel Kumin, 1/4 Teelöffel Chiliflocken und die Zwiebeln zum Fleisch geben. Außerdem kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und zum Schluss etwa 50 bis 75 ml Olivenöl dazu gießen. Jetzt alles gut miteinander vermengen, bis sich die Gewürze und die Zwiebeln gleichmäßig verteilt haben. So sollte das dann aussehen. Danach einen Bogen Frischhaltefolie hernehmen, das Fleisch damit abdecken und anschließend für mindestens 4 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen. Nach der Marinierzeit eine große Pfanne ohne Öl oder Fett erhitzen, das Fleisch portionsweise in die Pfanne geben und jetzt für 3 bis 4 Minuten rundherum scharf anbraten. Einmal wenden und danach aus der Pfanne heben und zur Seite stellen. Die Fleischpfanne samt Bratensatz bei mittlerer Hitze wieder auf den Herd stellen, je 2 Esslöffel Eiweiß und Tomatenmark in die Pfanne geben, unterrühren, für circa 1 Minute darin anrösten und wenn das erledigt ist, 75 ml Metaxa dazu gießen, alles gut miteinander verrühren und den Metaxa nahezu komplett verkochen lassen. Zum Schluss nur noch 200 ml Sahne und 400 Gramm Creme Fraiche zur Soße geben. Alles einmal gut umrühren, anschließend einmal aufkochen lassen und danach vom Herd ziehen. Wenn das erledigt ist, das Fleisch in einer passenden Auflaufform verteilen, mit der heißen Metaxa-Soße übergießen und dann nur noch 150 Gramm geriebenen Käse darauf verteilen. Und so kann das Gyros jetzt in den vorgeheizten Backofen für 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Und wenn der Käse dann richtig schön geschmolzen ist, das Gyros aus dem Ofen holen und am besten sofort servieren. Dafür 1 bis 2 Kellen Gyros auf einem Teller anrichten und anschließend zusammen mit ein paar Pommes servieren. Zum Schluss noch mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.